Gestern Abend waren ein paar tausend Fans aus der ganzen Grossregion um Belval für hier Rocklegenden nach einem letzten Jahr zu feiern. Anfang des Jahres hatten Scorpions hier angekündigt, sich nur rund 40 Jahre Karriere abzulesen. Musiker sind der Meinung, Lo wäre definitiv der richtige Zeitpunkt da, weil es soll ja bekanntlich abhellen, wann es am schönsten ist. Wir sind immer gewohnt, 150% zu geben und wenn wir irgendwo das Gefühl haben, das ist genau das, was wir immer wieder gesagt haben, wenn wir das Gefühl haben, wir geben den Leuten wirklich nicht das, was sie wirklich erwarten, dann sind wir auch unzufrieden. Also haben wir gesagt, wir setzen das Zeichen. Das kam eigentlich, die Idee kam vom Manager, der hat uns das neue Album gehört und hat gesagt, Mensch Leute, dieses Album ist so tierisch, wie wollt ihr das noch toppen? Und da haben wir natürlich vorher erst gedacht, der macht einen Witz, aber wir haben uns selbst auch gesagt, ein besserer Zeitpunkt wie der gibt es nicht. Die letzte Tour von den Scorpions lief am Ende auf Höchsttouren. Musiker generieren hier alles. Aber wir meinen, man die was 60, während sich zu schuld für Mindlang in einem Nightliner von Land zu Land zu reisen, den jetzt sich. Jedes Konzert ist was ganz Besonderes. Und das zu erleben und auch das als was Besonderes zu sehen, ist eine ganz neue Dimension. Wir haben wirklich auch immer noch das Gefühl, auch mit Klaus und ich, wir sind ja mittlerweile 62, und das ist ja das Schöne dabei, dass man sieht, man kann das Alter beeinflussen. Und auch der Publik gestorben an der Rockhalle war dick zufrieden am Konzert von den Rocklegenden. Obwohl Scorpions ja lange Zeit für eine Menge Generation war, trotzdem enorm geil. Also, ich habe immer so Respekt für den Alter, wenn ich an dem Alter noch einmal so sehe. Also, ich fand den super gut. Scorpions sind sowieso immer super gut, egal wo sie sind. Ich profitiere, das sind 55 Jahre gegangen, sind ein alten Hippie, der Kurs ist dick geil, also, Chapeau! Den Auftritt von den Scorpions war also nächst ein volles Success. Und sie haben für ein letztes Jahr heute zu Lützeburg so richtig Krache gelassen.